Ein Häppchen. Und noch ein Häppchen. Ich bin ja jetzt schon 42 Jahre alt. 42? Ja, ich bin 42. Du glaubst doch wohl selbst nicht. Doch, ich bin 42 und ich bin neulich mit Rollschuh durch die Stadt gefahren. Daran erinnere ich mich. Ja, und na, da haben die Leute alle gelacht. Und ich weiß ja nicht, wieso. Na, weil du den Kartoffelsack anhattest. Ja, ich hatte Kartoffelsack an. Weil ich mir eben keinen Minirock leisten konnte. Na, also du, Minirock hätte da nicht viel geholfen. Doch, das hätte viel geholfen. Wieso denn? Alle fanden das witzig, ich fand das witzig und da haben wir eben gelacht. Weil das ein Kartoffelsack war. Wenn das ein Minirock gewesen wäre, was ich anhatte, da hätten sie alle gekrölt und gekrischen, weil ich so geil aussehe, jawohl. Du geil? Na, hör doch mal auf. Ja, jawohl. Geil sehe ich aus und alle sind sie fanat in mich und das wäre was gewesen. Und Mensch, scheiße, meine Suppe. Guck mal, du altes Arschloch. Oh, na, das tut mir jetzt aber leid. Das mit dem Arschloch, meine ich. Ich weiß ja nicht, was über mich gekommen ist. Also. Mach doch erstmal die Sauerei sauber. Und dann hol deine Tabletten. Und dann nimmst du eine. Ja, vielleicht mach ich das. Dann beruhige ich mich wieder. Und dann kaufe ich mir einen Minirock. Und dann versuche ich das doch mal mit der Rollschuhe. Ja, ganz genau, das mache ich. Ach du meine Güte. Also mit dem Kartoffelsack sah es bestimmt besser aus. Ja, gucken Sie sich mal an, wie ich abgenommen habe. Und ich erst ping, raussteige ich als dünne Marie. Ja, fette Emma war ich vorher, jetzt dünne Emma. Ja. Hallo, und wie habe ich's gemacht? Nicht durch Fasten, sondern durch Scheißen. Jawohl, geschissen habe ich, aber wie verrückt, jeden Tag mit Gummibärchen. Pup, pup. Was? Gummibärchen hast du wohl hinter dir steckt als Zäpfchen, oder wie? Hahaha! Jawohl. Also Gummibärchen kommen für uns nicht in Frage, aber eventuell Lakritzstangen. Und die sind ja jetzt im Angebot bei Bolle. Die können sich also alle kaufen und den Arsch schieben. Bei dir geht's Treppe raus, nimm mir ganz auf die Dachstub! Achso, ihr Bein heute! Darmverschluss? Das wäre ja bei Durchfall nicht schlecht. Sie haben Ihren Busen auf der Straße verloren. Sie können ihn bei mir abholen. Was habe ich? Meinen Busen verloren? Passen Sie mal auf, dass Sie ihn nicht verlieren. Ich will jetzt meinen Drink. Was gibt's denn da zu lachen? Mensch, ich krieg das kalte Kotzen. Ich kann halt keinen Spagat mehr. Kehlkopf ist auf mich zerstört und sie lachen dort und da. Das ist überhaupt nicht zu machen. Kann ich bitte mit Erna Sack sprechen? Den hat die Unterhose lang gezogen. Mensch, das macht Laune und dann nimmst du ab dabei, seid ihr. Und dann müssen diese ganzen Klamotten hier ausmuffitiert werden, weil dieser Kleiderschrank, der stinkt wie der Misthaufen der Hölle. Mit dem neuen Wundermittel geht es jetzt wieder, aber seine Frau ist nur überstrapaziert. Sieht aus wie ein Riesenpopel. Ey, wenn du dich da darüber lustig machst, da brauchen wir das auch nicht gucken. Nee, danke. Nee, Fehlanzeige. Nee, soll ich mal was so erzählen? Aufwachen wollen. Hallo, Eduard. Was tippst du denn da feinet, hä? Dampfverschluss. Dampfverschluss? Das wäre ja bei Durchfall nicht schlecht. Das ist überhaupt nicht so leicht. Das ist so ich hab mit meinen Tempos dabei. Hilf mir denn keiner! Gib mir doch mal ein Glas Wasser hier, oder? Mensch! Will ich auf eine Reklame einschieben, oder was?